Hi, liebe Tuber. So, da bin ich wieder. Heute habe ich euch die NASA M Lite mitgebracht. Die ist endlich angekommen für meinen kleinen Hexer. Da habe ich ja das Modul ausgebaut, die NACE 32 und die in meine Racing-Drohne eingebaut. Und heute widmen wir uns dem Einbau der NASA M Lite mit der Einstellung dazu und dem ersten Flugbild. Was haben wir hier? Wir haben einmal das GPS-Modul. Das folgt in zwei Päckchen. Da haben wir einmal das Stativ und das GPS-Modul. Beim Stativ sind dabei noch ein paar doppelseitige Klebepads. Dann haben wir das Modul an sich, die NASA. Entschuldigung. Dann haben wir hier noch dreiadrige Kabel, Verlängerungen mit doppelseitigen Klebepads. Und wir haben hier einmal das, die Elektronik, sprich Steuereinheit für den Strom. Dann haben wir hier einmal Remote zum Anschließen für den PC oder an den PC. Und wir haben das USB-Kabel für den Rechner. So. So sieht der ganze Zauber entpackt aus. Da haben wir die eine Montageplatte mit einem Verlängerungsstab, mit der zweiten Montageplatte. Wir haben vier Klebepads doppelseitig und wir haben nochmal kleine Klebepads, um den Stab letztendlich in den Montageplatten einzupassen. Wir haben das GPS-Modul, die Stromsteuereinheit, wir haben das Remote-Kabel, wir haben die NASA M Lite, wir haben hier nochmal acht Verteilerkabel, also Verlängerungskabel, dreiadrige und zwei weitere doppelseitige Klebepads. Einbau. Hier habe ich das Ganze schon mal schematisch aufgebaut, wie es dann letztendlich auch im Kopter verbaut wird. Das bedeutet, wir haben das GPS-Modul, haben wir hier in den Eingang Expansion. Nebendran direkt steht LED, das bedeutet hier unsere Remote-LED. Und auf der Unterseite, das ist, wenn ihr das Bild betrachtet, der X3-Stecker ist unser Stromverteiler. So wird das Ganze letztendlich im Kopter verbaut. Machen wir. So, jetzt wird die NASA eingebaut. Das bedeutet, wir nehmen sie, aber wir müssen darauf achten, in welche Richtung der Flugschreiber oder der Flight Control funktioniert. Ihr habt hier auf der NASA obendrauf ein kleines Symbol, es ist ein Dreieck, das zeigt quasi Richtung A bzw. hinten zu den M's. Das ist unser vorne, das bedeutet, sie wird so eingebaut. Hierzu die mitgelieferten doppelseitigen Klebepads benutzen und fertig ist der Salat. Okay, ist der Flight Control verklebt? Bitte achtet darauf, dass er exakt in der Mitte sitzt, dass er auf den ganzen Schnittpunkten sitzt und in Flucht zu eurem nach vorne. Wird als nächstes unsere Steuereinheit für die Elektronik, also sprich Spannungszufuhr, angelötet. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Den können wir auch schon mal einstecken. Da habt ihr hier unten eine kleine Nase dran. Die wird nach unten und dann hatten wir gesagt, in den X3 so, sitzt. Und jetzt haben wir unseren kleinen Spielraum, wo wir den hinsetzen können. Ich werde den wahrscheinlich gleich hier so festkleben. So, dann sitzt er hier so drin. Ja, sieht gut aus. Okay, dann als nächstes brauchen wir unser Remote. Das Remote, das können wir schon mal einklinken. Das bedeutet da rein. Und dann werde ich den hier hinten an den Arm festkleben. So, weil der auch eine rote LED hat. Der Arm hat ja auch bei mir rot für hinten. Okay, dann baue ich das schnell zusammen. Wir müssten uns das Bild raussuchen von der Software, wie die angeschlossen werden. Und da weiß ich,
dass der vorne rechts ist der erste Arm und dann geht das gegen den Uhrzeigersinn bis zum Motor 6. Und wir haben hier auch auf dem Flight Control die Nummerierung. Das bedeutet, wir können eigentlich auch schon gleich die hier verkabeln. Und die angesprochene Nase hat der Stecker nur auf einer Seite. Und dann arbeiten wir uns durch von M1 nach M6. Klebestreifen könnt ihr den Abstandshalter in den Montageplatten einpressen. Anschließend mit doppelseitigem Klebeband sucht ihr euch eine Position an eurem Kopter, wo ihr das Stativ festmachen wollt und klebt es einfach fest. Wenn ihr die GPS-Antenne jetzt anbringt, müsst ihr darauf achten, dass sie in Flucht mit der Flugrichtung zeigt. Hierfür helfen euch diese kleinen Markierungen direkt oben drauf. Ich hatte bei mir jetzt das Problem, dass einer dieser Klebepads nicht richtig funktioniert hat. Da habe ich versucht, mit Sekundenkleber das Ganze noch zu retten. Was allerdings auch erst geholfen hat, als ich ein Stück Papier als Bindemittel dazwischen klebte.